Was ist Ihre größte Schwäche? Diese Frage bekommt zurzeit viele Bewerber gestellt. Denn statistisch gesehen ist jetzt die beste Zeit, sich auf einen neuen Job zu bewerben. Aber müssen Sie da ehrlich sein und bekommen Sie die Fahrkosten erstattet? Hier kommen die besten Tipps, damit Ihr nächstes Vorstellungsgespräch so richtig erfolgreich verläuft. Montagmorgen kurz vor 9. Sie sind auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch. Jetzt bloß nichts vermasseln. Zum Glück haben Sie für den Weg ein paar Minuten mehr eingeplant. Nur jetzt sind Sie schon eine gute halbe Stunde vor dem eigentlichen Termin bei der Firma. Und jetzt? Direkt reingehen oder noch warten? Pünktlichkeit ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber was ist eigentlich mit Überpünktlichkeit? Wenn ich eine Viertelstunde vorher komme, ist das vielleicht sogar noch besser? Oder soll ich genau zum exakten Zeitpunkt erscheinen? Kann ich eigentlich auch ein paar Minuten zu spät kommen? Zu früh zum Bewerbungsgespräch eine gute Idee? Was glauben Sie? A. Bloß nicht, das stört den Chef in seinem Tagesablauf. B. Unbedingt, das signalisiert Interesse. Oder C. Wirkt es am souveränsten, einen Tick zu spät zu kommen. Galileo-Reporter Matthias Fiedler hört sich auf der Straße um. Wie würden die Deutschen ihr Bewerbungsgespräch meistern? Zu früh ist auch unpünktlich, ja? Also nö, schon eigentlich zum Zeitpunkt. Und lieber 5 Minuten oder 10 Minuten warten, zu früh da sein, aber warten bis Termin ist. Also ich würde reingehen. Ich finde, eine Viertelstunde ist zu früh. Das könnte wirklich bedeuten, nee, ist mir zu, also nerven den anderen. Ich würde davor warten, ich würde nicht gleich reingehen und ich würde mir ein bisschen Zeit lassen davor. Ich würde sofort reingehen, auch wenn ich zu zeitig bin. Ja. Weil das einfach Interesse zeigt und... Ja, gute Einstellung, denke ich. Gut gemeint, aber falsch. Richtig ist Antwort A. Leute, seid einfach pünktlich, bitte nicht überpünktlich. Ja? Euer Gesprächspartner hat ja auch einen getakteten Tagesablauf und Termine. Und wenn ihr da zu früh erscheint, bringt ihr vielleicht alles durcheinander. Einfach zum vereinbarten Termin kommen. Bedeutet, wer zu früh ist, wartet einfach noch ein bisschen, bis er nach oben geht. Zu spät zu kommen ist übrigens gar keine gute Idee, auch nicht ein paar Minuten. Denn das wirkt nicht souverän, sondern gelangweilt. Wer pünktlich ist, überzeugt den Chef schon durch den ersten Eindruck. Und der ist dann auch gleich viel besser drauf. Das Gespräch ist in vollem Gang und läuft eigentlich ganz gut, bis... Ja, bis zu der gefürchteten Frage nach den eigenen Schwächen. Oh je, und jetzt? Wie antworte ich am besten, ohne mir selbst ein Bein zu stellen? Das ist ja immer der fieseste Moment im Bewerbungsgespräch, wenn die Frage kommt, haben Sie denn auch Schwächen? Was sagt man denn da? Ist man da ehrlich oder sagt man da Schokolade oder was? Man will ja nicht lügen, aber wie verhält man sich in dem Moment? Was meint ihr? Ist es A, am besten ein paar kleine, aber für den Job nicht so wichtige Schwächen zu nennen? Oder B, Schwächen zu nennen, die eigentlich keine sind, wie Perfektionismus? Oder doch C, zu behaupten, dass man keine Schwächen hat und deshalb genau der Richtige für den Job ist? Oh Gott, also ich würde nicht sagen, dass ich keine Schwächen habe, weil die habe ich auf jeden Fall. Aber wenn, würde ich so Kleinigkeiten nennen. Also ich würde auf jeden Fall selbstbewusst behaupten, dass ich keine Schwächen habe und dass alles passt bei mir. Ist das so oder ist das eine Lüge? Nee, ich denke, das ist wirklich so. Nee, ja, ich würde sagen, ich habe keine Schwächen. Nee. Kommt das gut? Selbstbewusst. Und ich denke, ein selbstbewusster Mitarbeiter ist einer, der auch verantwortungsvoll handeln kann. Eher sowas wie, ich bin überpünktlich und ich möchte es immer ganz genau haben, seit ich schon mal, ja. Tricky, tricky, ja, tricky. Ja. Also Witze sollte man bitte keine machen, sowas wie mein linker Arm oder so. Der Personaler möchte in dem Moment erfahren, wie gut man sich selbst einschätzen kann. Und da sollte man schon was sagen. Vielleicht eine Schwäche, die in diesem Job gar nicht so richtig hinderlich ist. Zum Beispiel als Sachbearbeiter muss ich nicht vor großen Menschenmassen reden können. Ich habe immer gesagt, ich rede ein bisschen viel. Okay, bisschen geschwindelt, ne? Das bisschen. Besonders gut kommt es außerdem an, wenn man dazu sagt, dass und wie man an der Schwäche arbeitet. Der Trick mit den Nicht-Schwächen funktioniert dagegen gar nicht mehr. Den haben Chefs schon 1000-mal gehört. Richtig ist deshalb Antwort A. Schwächen nennen, die für den Job nicht so wichtig sind. Kaum ist die eine Hürde gemeistert, kommt auch schon die nächste. Plötzlich will der Chef wissen, wie es mit der Familienplanung aussieht und welcher Partei man angehört. Ganz schön privat.
Muss ich auf solche Fragen wirklich antworten? Hallo? Geht's noch? Bitte schön, was eine Unverschämtheit und eigentlich sogar gesetzlich verboten. Trotzdem tauchen solche Fragen immer wieder in Bewerbungsgesprächen auf. Wie reagiert man da richtig? Was würdet ihr machen? Glauben Sie, A, man muss die Wahrheit sagen, weil der Arbeitgeber einem kündigen könnte, wenn die Lüge rauskommt? Oder B, man sollte zwar antworten, darf aber dabei bedenkenlos lügen? Oder C, Sie beantworten die Frage erst gar nicht, weil das den Chef nichts angeht. Ich würde schon die Wahrheit sagen, weil es bringt ja nichts. Ich glaube, ich würde sagen, dass es ihn nichts angeht, aber wahrscheinlich höflicher formuliert, ja. Keine Ahnung, ja, so würde ich es dann machen. Wenn man antwortet, dann würde ich antworten und lügen. Ja. Einfach überhaupt nicht antworten wäre natürlich auch mal eine coole Reaktion, aber in einem Gespräch kommt sowas nicht so gut an. Aber da solche Fragen ja überhaupt nicht erlaubt sind, dürft ihr lügen. Das heißt, einfach das sagen, was ihr meint, was da am besten passt oder was der andere hören will. Rechtliche Konsequenzen müsst ihr da nicht befürchten. Richtig ist also Antwort B. Antworten ja, aber mit der Wahrheit brauchen Sie es nicht so genau zu nehmen. Klar, ehrlich wird am längsten. Aber wenn der Chef unverschämt ist, dürfen Sie das auch. Sagen Sie einfach, was er hören will. Die Wahrheit könnte Sie dagegen womöglich den Job kosten. Weiter geht's. Das Gespräch läuft wie geschmiert. Doch dann nimmt sich der Chef den Lebenslauf vor. Will er etwa übers Alter reden? Das ist im Job ja immer so eine Sache. Deswegen haben Sie es im Lebenslauf einfach weggelassen. Nun kommt die Frage im Gespräch auf. Darf ich mein Alter einfach verheimlichen? Man kann natürlich total tricky sein und im Anschreiben das Geburtsdatum einfach weglassen. Nur, was mache ich, wenn im Bewerbungsgespräch die Frage kommt, wie alt sind Sie denn eigentlich? Darf ich da schwindeln, einfach das perfekte Alter für den Job sagen? Was denken Sie? A. Na sicher, das hat mit meiner Leistung nichts zu tun und geht den Chef deshalb nichts an. Oder glauben Sie, dass man B. in dem Fall immer die Wahrheit sagen muss? Oder C. Es wäre am besten, einfach das Thema zu wechseln und die Frage nicht zu beantworten. Ich wüsste nicht, warum man da jetzt eigentlich lügen sollte. Das macht ja keinen Sinn. Und man sollte ja auch richtige Angaben geben, ne? Naja, man sieht mir ja an, dass ich noch nicht alt bin, ne? Also würde ich da schon ehrlich mit umgehen. Denke ich auch wieder, sollte ehrlich sein und das richtige Alter verraten. Irgendwann kriegt er sowieso raus. In diesem Punkt waren sich bei unserer Straßenumfrage alle einig und hatten recht. Beim Alter gilt, nur die Wahrheit zählt. Das Geburtsdatum gehört in den Lebenslauf und wenn ich das einfach weglasse, dann werden sofort alle hellhörig. Keine gute Idee. Und wenn im Gespräch die Frage nach dem Alter kommt, antwortet bitte einfach ehrlich. Früher oder später kommt mal der Personalausweis auf den Tisch und dann wird's peinlich. Und außerdem, das Alter sieht man uns ja eh allen an. Außer mir natürlich. Eine Lüge an dieser Stelle würde das Arbeitsverhältnis nur unnötig belasten. Und laut Gesetz darf das Alter im Job auch gar keine Rolle spielen. Außerdem, ob Erfahrung oder Lernbereitschaft, aus jedem Alter lässt sich doch was Positives für den Job ableiten. Sie haben es fast geschafft und alle Hürden meisterhaft genommen. Sie verabschieden sich mit einem guten Gefühl. Bevor Sie gehen, bitten Sie den Chef noch kurz um die Erstattung der Fahrtkosten. Doch der weigert sich plötzlich. Muss er das etwa nicht zahlen? Wer ist hier im Recht? Das ist natürlich jetzt eine unangenehme Situation. Was mache ich denn da? Eigentlich heißt es ja, wer einlädt, der zahlt. Aber habe ich einen Rechtsanspruch auf Erstattung der Fahrtkosten? Kann ich da einfach stur bleiben? Was würdet ihr machen? Denken Sie A, man hat in dem Fall leider Pech, das hätte man früher klären müssen. Oder B, der Chef hat Pech, weil er die Kosten in jedem Fall tragen muss. Oder C, es kommt darauf an, wie lang Ihr Weg war, weil die Firma erst ab 200 Kilometern Anreise zahlen muss. Ich glaube, dass er nicht verpflichtet ist, das zu zahlen. Wenn bei einer Übernahme, vielleicht kann man darüber reden, dass man, wenn es weitergeht, aber für Bewerbungsgespräche oder so, würde ich nicht sagen. Keine Ahnung, vielleicht wenn es über 200 Kilometer ist, sind Sie dazu verpflichtet? Na, würde ich eher sagen, Pech gehabt, ne? Weil wenn ich den Job eh nicht kriegen würde, muss ja was also, ja irgendwas. Also du hast den Job sogar? Also, ach so, na dann, ach, ist mir doch egal. Ich meine, es ist eigentlich gesetzlich vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber was dazu steuert, aber nur, wenn er nicht von vornherein gleich ausschließt, dass Fahrtkosten ausgeschlossen werden. Klingt einleuchtend und ist auch richtig.
Der Arbeitgeber muss die Kosten für die Anfahrt zum Bewerbungsgespräch zahlen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Der Arbeitgeber muss die Anreisekosten zum Bewerbungsgespräch übernehmen, egal ob ihr den Job jetzt kriegt oder nicht. Es sei denn, er hat vorher schriftlich mitgeteilt, dass er diese Kosten auf gar keinen Fall bezahlen wird. Heißt also, der Chef muss zahlen. Aber die Kosten müssen verhältnismäßig sein. Das Parkticket wird im Zweifelsfall eher erstattet als die Taxifahrt. Das waren sie, die 5 Tricks, mit denen Ihr nächstes Bewerbungsgespräch zum Kinderspiel wird. Wir drücken die Daumen.